Ein Bausachverständiger, ein Baugutachter, was hat der für Aufgaben, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Immobilie bei einem Bauträger zu erwerben? Dafür haben wir heute Michael Pfeiler im Büro und werden das im Video beantworten. Wir haben heute Michael Pfeiler bei uns im Büro und zwar, um diese Frage nochmal genau zu beantworten. Wann brauche ich denn einen Baugutachter, einen Bausachverständigen, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie von einem Bauträger kaufe? Ja, herzliches Hallo. Die Frage, wann brauche ich denn Sie, wenn ich eine Immobilie von einem Bauträger erwerben möchte? Also, brauchen ist ein relativer Begriff, würde ich jetzt mal nicht so sagen, aber ich sage mal, es ist sicherlich ein großer Vorteil und man kann den Wert der Immobilie ja, maximieren oder das Beste draus holen, sage ich mal. Wenn ich jetzt beim Bauträger kaufe, dann wird ja in der Regel vom Kaufvertrag eine Baubeschreibung vorgelegt. Beim Bauträger ist es so, dass der Bauträger die Baubeschreibung vorformuliert, anders als beim Architekten. Und diese Vorformulierung, die hat es genau in sich. Das heißt, es ist vorgegeben in großen Teilen. Und da sollte ich als Kunde genau draufschauen, was denn da drin steht. Und in dem Zusammenhang kann ich den Kunden entsprechend schon unterstützen. Ich habe neulich mal von einem Freund von mir so eine Baubeschreibung gesehen. Ich glaube, es waren vier DIN A4 Seiten von einem Bauträger für ein Einfamilienhaus. Fand ich ein bisschen dünn. Was haben Sie da für Erfahrungen? Ja, in der Regel werden die Baubeschreibungen etwas knapp gehalten, so nach dem Motto, was ich nicht beschrieben habe, das kann ich mir noch aussuchen. Das ist vielleicht bei einigen Bauträgern so. Man hat natürlich trotzdem Anspruch auf eine qualitativ gute Arbeit, aber die Qualität ist halt dann nicht eindeutig definiert. Das heißt, man bekommt das, was notwendig ist, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich eben hier an der Stelle einen gewissen Anspruch habe oder eine Vorstellung, dann kann ich die im Vorfeld in der Baubeschreibung definieren. Also, wir haben die Baubeschreibung definiert, Sie haben da geholfen und jetzt geht es los mit Bauen. Was ist da, haben Sie da auch noch was zu tun? Ja, das kann möglich sein oder auch sinnvoll. In dem Zusammenhang gibt es dort die baubegleitende Qualitätskontrolle. Ja, ich kann beim Bauen während dem Bauen die Qualität überprüfen. Das wird in Stichproben gemacht zu verschiedenen Zeitpunkten und das ist durchaus sinnvoll. Also auch schon während dem Bauen eine Begleitung zu machen, ja, und nicht erst am Schluss festzustellen, da hat es nicht ganz gepasst. Ja, okay. Also, dann haben Sie das Bauwerk begleitet, der Bauträger baut und jetzt ist es fertig, die Familie will einziehen und dann gibt es ja diese bekannten, diesen wichtigen Termin dieser Abnahme, also sozusagen, wo man sagt, ja, hier, ich bin fertig, hier kriegst du den Schlüssel und jetzt kriege ich mein Geld. Haben Sie da Erfahrung mit? Ja, unbedingt. Also die Abnahme, das wird häufig von den Kunden unterschätzt. Die Abnahme ist ja ein wesentliches Rechtsgeschäft, das dort stattfindet. Das heißt, die ganze Verantwortung, die geht dann über auf den Kunden. Man hat natürlich das Glück, die Immobilie fertig und man freut sich, aber man sollte sich diesen Termin nochmal genau vor Augen nehmen und eben an diesem Tag entsprechend alles überprüfen. Und da ist es eventuell auch sinnvoll, sich einen Fachmann hinzuzuziehen, der einen dabei unterstützt. Was haben Sie da schon so erlebt bei so Abnahmen? Ja, also letzte Woche hatte ich zum Beispiel den Fall, da hat mich eine junge Familie angerufen, die hat bei einem Bauträger gekauft und alles gut. Wohnung 100 Quadratmeter, zwei Etagen und da hat der Projektleiter gesagt, ja. Dreiviertelstunde Abnahme sind wir durch und die haben mich gefragt, ja, reicht das nicht? Dann habe ich gesagt, ja, aus meiner Erfahrung brauche ich bei einer Immobilie in der Größe 1,5 Stunden, um alles ordentlich zu begutachten. Ja, es kam, die haben mich beauftragt, ich bin dorthin gegangen, wir haben die Abnahme gemacht und wir sind 2,5 Stunden durchgegangen und haben dort jede Kleinigkeit aufgenommen, die eine Abweichung zu dem vertraglichen Soll dargestellt hat und im Endeffekt hat der Bauträger alles akzeptiert und am Ende haben die Kunden ihre Immobilie so, wie sie eigentlich gewollt haben.
Ah, spannende Geschichten, ja. So sind die Einschätzungen unterschiedlich, ja. Und da macht es auch Sinn, glaube ich, das ist jetzt jedem klar geworden, gerade wenn man von einem Bauträger kauft, als Laie jemanden dazu zu nehmen, der sich wirklich auskennt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir konnten das soweit mal klären zu dem Thema und viel Spaß bei der Abnahme in guter Begleitung.